Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Scrap Mechanic mit dem Tütendackel Mahlzeit. und dem What the Fuck. Servus. Wir haben endlich mal wieder Zeit gefunden. Wir wollen Minigolfen, da vorne. Haben wir schon alles aufgebaut. Und wir wollen erst auswürfeln, wer anfängt oder so, ne? Wir würfeln jetzt jeder einmal. Die höchste Zahl fängt an, oder wie ist das? Genau, und wenn Höchste sticht, dann Zahl. müssen halt die beiden, die die gleiche Zahl haben, auch nochmal Ja, schmeißen. genau. Okay, dann machen wir das. Dann. Da ich ja Alter eben, vor Schönheit, so. ja, ach ja, Ben, jetzt du. Okay. Okay, der ist auch richtig gewürfelt. Das ist eine 5. Eine 5, ne? Ja, 5. eine 5, eine 5, 5. 5. Okay, das ist ja schon mal schlecht. Scheiße, da fange ich ja wahrscheinlich an. Aber das ist nicht gut. Noch hat Ben eine Chance auf die 6. Ui, nee, das war die 4, oder? Boah, der ist ja direkt liegen geblieben hier. Nee, Hat auch sich hier eine fünf. 5. Auch eine 5. Oh, dann gehen wir schon mal ein Stechen. Ja, dann mach du doch mal. Eine So. 4. Ich bin schon mal der Letzte. Okay. So, Moment. Wie will ich das? Ich schlag den mal da an. Jo, eine 2. 2. Okay, das ist bei mir witzigerweise überhaupt nicht gestiegen. Okay, gut. Also diese Folge werden wir würfeln und nächste Folge werden wir dann vielleicht Minigolfen. Gut, Weiß es dann. nicht, man weiß es Also nicht. bei mir gibt es keinen Würfel mehr gerade. Ui, jetzt ist er gekommen. Heieiei. Eine 4, Eine 4. meine ich, ne? Das Jo. sah so aus. Okay. Also ich gehe davon aus, ihr habt in der letzten Runde auch nochmal jeweils beide 2 geschmissen, ja? Ist auch eine Ah, 3. okay. So, dann fange ich jetzt im Moment. Also, wir hatten ja von vornherein den höchsten, ne? Das heißt, What the fuck ist sowieso Ich als bin letztes dran oder sowieso als so? Letzter, genau. Wir machen jetzt nicht, weil wir beide eine 4 hatten, nochmal ein Stechen, ne? Nee, das Nee, ist das ja ist albern. Unfug. Okay, dann fange ich an. Dann Dann. kommt Ben und dann kommt What the fuck, oder? Genau. Genau. Okay. Oh Mensch. Hat das schon der leichte Ball eben hier Nee, das ist der hin? mittlere. Ja. Den habe ich mal da frecherweise hingeschmissen. Seht das dann schon, wenn man testet, welchen man am besten nimmt? Oder ich würde die ganz gerne alle drei einmal eben rollen. Darf man das einmal? Einmal ja. Dann stelle ich mir die. Oh, Entschuldigung, ich dachte, Kein ich Ding. wollte helfen. So, dann ist das der schwere und das ist der leichte. Wenn das andere wirklich. Ja, das sieht auch farblich so aus. Versuchen wir das doch mal. Ich glaube, an die Bälle kann man ruhig nah rangehen. Ja, okay, der ist An mal Bälle echt kann man schwer. immer nah rangehen. Der ist mal echt schwer, der Ball. Der rollt nicht Der so gut, hat, ne? ist voll alleine gerollt. Hast du das gesehen? Ja. Der gezuckt. Ja, okay. Das ist alles ein bisschen. Boah, der hat aber eine Beschleunigung gehabt. Okay. Ich glaube, ich werde. Weiß es nicht. Wo hast du da Ich ungefähr überlege, ob es sich hingezielt? Kann man da tatsächlich überhaupt lohnt. irgendwo sinnvoll hinzielen? Bitte was? Ich habe gerade Ich habe jetzt überlegt. nach Zielen habe ich jetzt gar nicht geguckt, offen gestanden. Ich wollte nur gucken, wie weit die kommen irgendwie. Ja, recht viel ziehen kann man da eh nicht. Nee, man, der Charakter hält den Schläger ja auch so ein bisschen schräg. Das ist schon was, wo man keine Ahnung, wie man da zielen kann vernünftig. Das werden wir dann sehen. Okay. Ja. Das war Nummer 1. Na, na, Noch. na, na, na. Oh, da muss ich jetzt mit leben, ne? Über Bande dann, ne? Oder so. Ich würde es Ja. zumindest versuchen. Okay. Da geht gar nichts. Schlag 2. Was machen wir denn da jetzt? Ich weiß gar nicht, ob man die Bälle von da wegkriegt. Mit den Steinen wäre das gegangen. Ja, du, ich sag's mal so, entweder du kriegst ihn weg, oder wir wissen, dass Schlag 2 halt direkt an der Bande stattgefunden hat. Insofern müssen wir ihn dann halt deplatzieren, neu platzieren. Also ich versuche jetzt mal den wegzukriegen, ja? Ah, klasse. 3. Das wird. Ich glaube nicht, dass ich aus Jetzt der wird's Kiste wirklich noch spannend. rauskomme. Ich werde hier 8 Schläge brauchen, nur weil das Ding jetzt in der Ecke liegt. Das ist ein bisschen schwierig. Nee, den kriege ich von da nicht mehr weg, du. Nee, dann positionieren doch neu. Dann fangen wir deinen zweiten Schlag halt ab Neupositionierung an. Vielleicht sollten wir dann noch gleich mal eben kurz hingehen.
Ja, dann, ich sag mal, wenn man, dann muss man aber auch wieder von vorne neu starten, würde ich einfach sagen, oder? Was wäre denn, wenn wir eben hinten das? Einen Winkel hinsetzen würden, dass die Bälle dann nicht da hinten an der Bande liegen bleiben, sondern auch mit gleichem Schlag zurückrollen könnten? Das wäre auch meine Überlegung gerade gewesen. Okay. Na, dann gehen wir mal eben jeder an eine Bahn und setzen da mal eben diesen Winkel hin, ganz am Ende. Dieses normale kleine Dreieck, ne, genau. Was es da gibt. Das hier, ne? Hätte ich gesagt, oder? Der K-Swatch ist das, ne? Genau. Das Ding, ne? Ja, genau, das Ding, ja. Ah, das schnelle L. Ja, so zeigen wir dann auch mal schnell die Bahnen durch. So, wobei, in den Ecken wird das schwierig, ne? Aber, Zack, 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 zack. Erkennen wir die dann auch? Zack. Nee, ne? Die lassen wir jetzt orange dann, ne? Weil die musst du ja alle einzeln lackieren. Das ist ja auch nicht so richtig geil. Ach, Mensch, okay. Aber dann helfe ich euch mal eben bei den. Nee, pass auf, machen wir erstmal nur die drei Bahnen und dann machen wir die anderen eben zwischen den Aufnahmen. Was haltet ihr davon? Genau. Ah, okay. Oh. Da sind sie schon wieder. Das ging nach fix. Okay. Wieder eine Bahn. Ist das jetzt der zweite oder dann der dritte? Das ist jetzt der zweite. Wir fangen jetzt nochmal von neu an. Oder von neu. So fair sind wir jetzt. Jetzt haben wir das erleichtert. Das wäre ja jetzt unfair Ball gegenüber. Das stimmt, da hast du natürlich recht. Oh, den habe ich aber direkt mittig getroffen. Der schaut gut aus, würde ich sagen. Ja, das ist dann wohl eine 1. Wir hatten das gar nicht Möb gemacht. Ach, ich war hier keine Möb-Mechanik dran. Weil hier keine Möb dran ist. Hier ist keine Möb dran? Okay, aber dann ist eine Möb-Mechanik dran. Eine Mu, eine Mäh, eine Tätritte. Genau. Ich hatte den mittleren Ball genommen, falls dir das irgendwie hilft. Du kannst natürlich auch alle drei nochmal eben ausprobieren. Nö, ich hatte vorhin schon einmal getestet. Achso, okay. Warte mal, ich kann mich doch hier auf einen exponierten Platz stellen. Das geht auch. Das denke ich mir auch die ganze Zeit. Irgendwie. Seid ihr. Nimm Lift, ja. Nimm mich, ja. Wir sind fertig. Wie kann ich die UI denn ausblenden? Ach, Alt-Z, okay. Genau. Hey. Ja, wunderbar, auch eins. Das ist aber auch richtig gut mittig getroffen. Ja. Zum Rechnen habt ihr genommen den mittelschweren, ne? Heimlich geübt. Ja. Naja, mittig treffen, es war jetzt Glück, dass ich gerade so gestanden habe, dass es passt. Den Ball, der ist ja so klein, den kannst du ja nur mittig treffen. Oder zu langsam treffen. Ich glaube, du warst ein bisschen da dran. Das kann sein. Lauf! Lauf, Forrest! Linie übertreten beim Schlagen bedeutet einen Extraschlag. Hab ich doch gar nicht. Nein, hat er nicht. Der ist auch gar nicht gerade gerollt. Das Segel. Nee, der ist am Ende ein bisschen nach links abgedriftet. Mhm. Ne? Bahn ist schief. Eigentlich dürfte es gar nicht sein, dass die schief ist. Die hast du selber gesetzt, die kann gar nicht schief sein. Ach richtig, du hast ja die vorderen Bahnen gemacht. Oh nein! Oh, du willst mich doch auf den Arm nehmen. Ja, aber er ist drin, okay. Aber es funktioniert mit den Rampen. Ne? Ja. Ja. Cool. Mit Dramaturgie, so, ha. Notierst du dann 112 oder so? Hab ich. Hast du schon, okay. Ja. Cool. Ach Gott, jetzt darf ich ja wieder zuerst. Okay, so, die kann ja noch nichts, die Bahn. Da ist ja eure keine Mechanik drin. Es gibt gar keine Mitte hier, die man nehmen kann. Habt ihr eure Bälle eigentlich entfernt? Nee, ne? Ja. Oder doch? Doch, ja, sehr schön. Was? Ich habe meinen nicht aufgehört. Ja, ich räume das später auf. Ich hab entfernt. So. Nee, Moment, da nehme ich jetzt aber nicht den. Da wäre ja blöd, wenn ich den Ball nehmen würde. Dann nehme ich den. Nee, so nicht. So nicht. So nicht. So, okay, go. Ah, oh, schade. Nein! Weiß, es geht doch nicht. Aber warte, da hab ich was gegen. Was ist denn dagegen? Du nimmst den Ball nochmal weg und fängst einfach nochmal von vorne an. Ich meine, irgendjemand muss einen Rapidatester sein. Ja, aber der Schlag zählt. Das ist deine Entscheidung. Ich hätte gesagt, es zählt nicht. Hm. Ja, dann kannst du nicht jeden misslungenen Schlag irgendwie gleich wieder. Ja, aber irgendjemand, der anfängt, der hat halt einfach immer irgendwo die A-Karte gezogen. Das tut mir leid. Sollen. Du wirst ja wohl, genau so. Also es war der zweite, ich bestehe da drauf. Okay. So.
Und jetzt hätte ich ganz gerne den mittleren Ball. Scheiße. Na? Oh komm. Ey, das hätte aber... Der hätte drin sein können, ja. Ja, das Doofe ist, ich hätte vielleicht doch nicht den leichten Ball nehmen sollen. So. Es ist immer der falsche wahrscheinlich. Ist es besser, wenn man den oben anschlägt oder wenn man den unten anschlägt? Von oben drauf? Also oben drauf ist, war mein allererster Schlag vor uns. Der ist schwächer sozusagen. Boah, der ist nicht schwächer! Guck dir das an! Wie der wegbackt hier, der Ball. Wie viel habe ich jetzt? Das war jetzt 3. Das war der dritte oder war das der vierte? Dritte. Okay. So. Ich habe jetzt Angst. Ich brauche nicht weit. Oh, Jungs. Oh, also Mann. Ist nicht so einfach. Nee. Ey, weg da. Entschuldigung. Oh, jetzt hat er mich runtergeschubst hier. Hab ich gar nicht. Ja. Üble Nachrede. Üble Nachrede, okay. So, komm jetzt aber. Ich muss das schaffen. Also, wenn wir das nächste Mal in deiner Nähe sind, gehen wir Minigolf spielen. Ja, mach ich eigentlich auch ganz gerne. Habe ich aber auch lange. Oh. Den habe ich nicht getroffen, ne? Ja. Der hat sich nicht bewegt, oder? Konnte ich von meiner Position aus nicht sehen, aber ich glaub's dir gerne. Hä? Hallo? Der hat sich nicht bewegt. Der hat sich aber bewegt. Komm. Hey. Ah. 5, ne? Ja. Ja. Oder? Ja. 5. Ist aber, hier aber eine Mückenmechanik hier dran, oder nicht? Oder die auch nicht? Nee, die Tröten fehlen hier. Dann würde man die ja auch sonst sehen. Da fehlen die Tröten gerade. Was haben wir denn da geschlampt damals? Ach du, wir waren beide besoffen und so. Hm. Oh, Mensch, das war aber schwierig. 5. Naja, okay, erstmal besser machen. Ja, ich meine, es soll ja nicht so leicht bleiben. Dafür haben wir ja die. Mit Efe, richtig. Okay. Geschlagen. Muss mal gucken, ob du da an der Seite eine Möglichkeit hast. Wo ist Ben denn abgeblieben? Wir haben Ben verloren. Na, wieso? Ich spiele doch. Achso, wir haben What the fuck verloren. Ich bin vor dir. Ach, da oben bist du. Ja, okay, alles klar. Oh Mensch. Also ich wollte ja das Thema Alter nicht anschneiden. Ich glaube, ich werde mir da leichte Hintergrundmusik reinlegen, nachträglich. Das ist ganz gut, dass wir gerade kein Radio laufen also haben. Also der hat sich jetzt nicht bewegt. Nee, oder? Der hat sich gar nicht bewegt. Das waren dann 1, 2, 3. Nee, 3 schon. Wieso, der sich nicht bewegt hat, der zieht doch nicht. Ich habe den ersten bis hierhin. Ja. Ja, und den zweiten bis dahin. Okay. Dachte ich auch. Dass jetzt dein dritter kommt. Genau, das ist jetzt Nummer 3 gewesen. Kommt von der Ecke nicht da dran. Ah, das war aber jetzt der dritte. Ja. So. Du kannst ja auch wieder von vorne, wenn du möchtest. Ich auch. Sein lassen. Wie viele? 9 Schläge maximal, oder? Oder maximal Ultimo? Nee, 9, ne? Maximal, glaube ich, ne? Es gibt Stellen, wo der sich dann absolut nicht bewegt. So, jetzt hat er aufgehört zu rollen. Hä? Moment, hallo? Ja, bei mir hat er gerade nichts getan. Also ja, bei Moment, mir lag der jetzt. Der Ball liegt. Moment, Sekunde. Aha, okay. Das ist interessant. Kann ich mir zeigen, wo der Ball für mich liegt jetzt? Also bei mir liegt er jetzt hier. Ja, jetzt. Ja. Bei mir auch, ja. Hier, da so. Also etwas weiter rechts, ne? Ja, genau. Aber genau, vorher lag der jetzt gerade die ganze Zeit bei mir hier. Ach so, ja, weil du eben noch 2-mal geschlagen hattest, als er schon auf der anderen Seite war. Okay. Ja, bei mir lag der die ganze Zeit noch da. Okay. Das bei mir lag er tatsächlich auch länger da. Das war jetzt Nummer 3. Echt? Okay, ja gut. 4, okay. 4. Dann ist er mit 4 drin. Jawohl. Da geht ja noch was. Da habe ich ja noch Möglichkeiten. Ich kann es ja nur besser machen. Das werden wir jetzt sehen. Ach du, es ist in beide Richtungen offen, glaube ich. So. Okay. Ist das? Ja, ich glaube, das ist gut. Und eigentlich fehlt auch wieder das Radio hier, ne? Nee, also ganz entweder hole ich mir dann natürlich mal Musik rein oder sowas, aber das Radio, manchmal hat das auch doofe Musik irgendwie. Ja, aber auf dem Minigolfplatz, finde ich, passt so eine Fahrstuhlmusik schon wieder. Das stimmt. Gut, wir können eins stellen sonst, ne? Also der mittlere Ball war jetzt nicht unbedingt die beste Wahl, habe ich den Eindruck. Boah, ja du, dafür hast du es vielleicht leichter beim Einputten. Ne? Mag sein, weil ja. Meiner war halt sehr leicht, ne? Kann ich jetzt gar nicht sehen, ne? Ah. Oh, ah.
Oh. Boah. Boah. Na, bleibst du mal liegen? Krass. Also das wird bestimmt ein Dreier. Ja, das wird ein Dreier. Die Möglichkeiten sind vorhanden, ja. Oder? Oi, oi, oi. Oh. Ach komm. Der backt sich aber auch teilweise ganz komisch die Schrägen da hoch, ne? Ja, oder? Ja, und dann, also bei mir ist er gerade irgendwie hoch, ein Stück runter und dann nach rechts gesprungen. Ja. So ganz komisch. So. Vier. Oh, jetzt komm. Och. Vielleicht hätten wir die Bahnen wirklich anschweifen sollen. Ich, meinst du, dass es einen Unterschied macht? Kann sein, ja. Ah, der wird doch jetzt, oder? Fünf. Boah! Ja, er kommt da raus. Okay, Gott sei Dank, das war gerade so. Das wäre jetzt gewesen, da oben auf der Ecke liegen. Da hätte ich aber unter dir abgebaut. Wir können ja gleich mal eben nach der Aufnahme die anderen mal anschweißen, da ja, oder sowas. So, jetzt versuchen wir es doch einfach mal. Aber ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Ich glaube eher, dass die runde Form, die normalerweise im Spiel nicht vorkommt, das Spiel auch richtig verwirrt irgendwie so. Na, oh! Sechs, oh Mann. Du willst mich doch auf den Arm nehmen. Vielleicht, wenn du dich weiter wegstellst. Du siehst eigentlich so ein Fadenkreuz, ne? Ja, wenn ja, du auf den Ball gehst irgendwie. Bin jetzt mal so weit weg, wie es eben geht. Ja, und dann nee, ist die Frage, ob man unten oder oben anhaut. Der war jetzt oben und weit weg. Ja. Jetzt mache ich mal unten und weit weg. Mhm. Dann fliegt er über die. Das war so sieben, glaube ich jetzt, ne? Ja. Ja, ja, acht. Acht oder sieben? Acht. Acht, ne? Ja. Acht. Aber okay, er ist drin. Na, immerhin. Oh, geht Mann, das denn, dass wir den mal eben einfach anschweißen? Ja, warte, hier? Lass uns. Oder ich räume mal auf. Bin ja vorbildlich. Achso, und einfach anschweißen geht nee, jetzt nee, nicht. Nee, das geht nicht. Warte, ich mach schon. Weil. Ach, dann musst du es ja ganz wegnehmen, ne? Ja, aber das ist kein Problem. Soll ich dir hier einen Stein hinstellen? Nee, dass brauchst du den nicht. Ach so, machst du das. Das Schweißgerät eben kurz. Zack. Mach mal hier die Golfbälle auf. Ey, das sollte so nicht. Nee, den musst du schon ich hatte so gedacht, drehen, dass es passt. Jetzt kriegst du ihn aber nicht wieder abgeschweißt. Das doch, kriege ich. Oder? Ja, auch, das ist, ja, hängt doch, ja nur an zwei Stellen. Du musst nur die Punkte wegmachen. Autsch. Nee, die gehören da noch nicht. Doch. Ich würde mir auch eben den Anfangspunkt schnacken von der Bahn. Dann kannst du dich da besser orientieren, wo du die hinsetzt hier. Das würde ich machen. Oder das Ende, ja, eins von beiden. Dann müsstest du den eigentlich vor dem Schweißen vernünftig drehen können, dass du es siehst. Ja, schön. Ja, mal gucken, ob das jetzt was ändert mit den Bällen. Ja, ich hoffe doch. So, Dreiecke sind hier dran. Schön, okay. Kommt hier. So, die hier drüben ist auch angeschweißt. Windmühle. Achso, ja, das können wir ja sonst gleich machen. Ja, dann machen wir gleich eben noch kurz in der Pause. Genau, aber es ist, die ist schon erledigt auf jeden Fall, trotzdem. Okay, okay, dann das schnelle L. Nach Well. Richtig, das schnelle L. Mit dem Blumen da hinten, das ist schön. Die jetzt auch wieder Texturen haben, das finde ich tatsächlich sehr schön. Tatsache, die haben wieder Texturen. Ah, er hätte ein bisschen mehr abprallen können. Wir hätten hier eine Gummikante einbauen müssen. So. Oh, warte mal ganz kurz, warte mal kurz bitte. Nicht ja, schlagen. Fehlt was. Fehlt denn da? Ach so, okay. Ecken, aber die sind irgendwie. Eigentlich müsste es eine andere sein. Egal. Na komm, roll rüber. Bleib da nicht an der Ecke hängen. Ach! Ach, da habt ihr auch noch so einen Winkel reingesetzt. Ja. Ach, das finde ich ja, das habe ich ja gar nicht gemacht. Denn. Okay, zwei. Und. Ich bin mir nicht sicher, wann, wie ich. Ah, oh, ich zappel hier rum, du. Ah, oh, ja, das war jetzt doof. Leute. Da musst du dich da bei dem Typen da oben auf der Plattform beschweren. Echt, das ist gar keiner. Ich sehe nichts. Plattform. Was mache ich denn jetzt hier?
Ja, dann müssen wir den jetzt eben. Setz den einmal neu hier vorne vor. Wo? Genau da, wo direkt hier vor der Ecke. Das kommt weg und da kommt. Du meinst, ich setze ihn da drauf jetzt, genau. Ne? Genau. So. Okay. So, drei. Schmeißt du mich da einfach runter? Wo ist er hin? Ich weiß nicht, ich habe gerade nicht hingeguckt. Der ist weg. Ich sehe nichts. Darf ich nochmal? Mein Ball ist weg. Mach noch. Echt, der ist einfach weg. Hier unten drunter ist er nicht. Okay. Und in unmittelbarer Umgebung auch nicht. Versuche ich es mal so jetzt. Nee, nicht getroffen. Ich hab's getroffen. Ist wieder weg. Ich kann ihn nicht dahin hinsetzen. Der ist verschwunden. Ja, aber ist doch doof. Der muss doch mal abprallen. Pass mal auf, ich setze ihn etwas weiter weg. Aber ich spiele über die Bande dann, fairerweise, ja? Ja, ja. So, also wir waren mal drei, glaube ich. Ja, ne? Das ist jetzt dein Dritter. Machen wir das so und dann machen wir... Ja, so. Und bei über Bande wollen... Sehr schön. Es hat nicht... Och, es hat... Aber wir haben doch hier diese Mechanik, oder? Ja, aber vielleicht kann sein, dass sie nur irgendwie auf einen Block oder so ausgelegt ist. Nee, auf drei. Ja, die eigentlich klappt die. Vielleicht ist der Ball einfach zu klein. Das glaube ich eher. Objekt wahrgenommen zu werden. Naja, wenn man genau trifft, dann geht's vielleicht. Okay, gut. Was waren das? Drei. Nee. Vier? Ja, weil mit dem dritten habe ich den in die Ecke befördert. Dann waren das vier. Okay, dann trage ich jetzt vier ein. Ja. Also mit dem dritten habe ich den, glaube ich, in die Ecke befördert. Klar, ein rüber, zwei dahin und dann den dritten. Ja, ja, das stimmt, ja. Also es waren vier. Alle bereit? Jo. Oh, ja, war nie bereiter. Hä? Ach da. ich will auf diese Seite, ich brauche auch Fotos hier noch. Nein! Ey. Die Blumen haben mich geschubst. Ja, immer die Blumen. Diese bösartigen. Komm, ein Foto, wenn du schlägst. Genau, so muss das sein. Ja, sauber. Sehr schön. Nee, nicht schön. Wir haben uns Sorgen gemacht, dass so drei Bahnen pro Folge, da müssen wir ja bummeln irgendwie so. Und, nee, müssen wir gar nicht. Wir sind jetzt ja schon mal 22 Minuten. Hey, drei Schläge. Also ich bin dafür, dass wir wirklich, wenn der hier irgendwo an der Kante liegt, dass wir dieses Gestell dann wegnehmen und wieder neu einsetzen, weil sonst kannst du den Ball nicht schlagen. Das funktioniert nicht. Auf einer normalen Minigolfbahn kannst du dich auch neben die Bahn stellen, egal. Ja, das Gestell am Ende haben wir nur gemacht, damit die Bälle nicht drüber hinausfliegen. Genau. Aber ich glaube, das können wir uns tatsächlich sogar sparen inzwischen, weil das Ding fliegt nicht. Nee, wir sollten das schon lassen, weil wenn du also, den hochschlägst, geht der genau, schon drüber. Genau, ich hab sie schon gebraucht, genau. Mhm. Okay. Dann habe ich nichts gesagt und überhaupt das Gegenteil. Also da waren ja, aber wir hatten das, wir hatten die Bahn ja gebaut, als es noch gar keine Kugeln gab, sondern nur Quadrate und die waren echt übel zu schlagen. Ja. Also es macht mit dem schon richtig Spaß hier, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Okay, ihr seid soweit? Ja. Wir sind soweit. Ach, du hast einen blauen Ball. Der färbt sich den Ball auch noch blau. Der färbt sich die Bälle. Ah ja. Manche färben sich die Haare an, die färben. Ja, manche färben sich die Haare an, die färben sich die Bälle. Schwierig. Oh, ach je. So gut liegst du gleich. Das ist auch zu lang für einen Folgentitel, glaube ich. Manche färben sich die Bälle ein. So, das müsste zwei gewesen sein, oder? Ja. Das war Nummer zwei, ja. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wenn du da jetzt halbwegs rankommst, sieht das nach. Will ich jetzt nicht beschreien. Rein. Krass. Okay, das ist... Der ist hier außen. Ob ich den wieder reinkrieg? Nein, den kannst du... Er rollt aber noch. Ja, ich würde sagen Bunker, ne? Oder? Ganz klassisch. Okay, warte. Ein Fahrstuhl, den du da benutzt. Ja. Tatsache, ich wollte nur gucken, ob das meiner ist. Nein, nicht Quatsch, den müsst du da nicht rein. Der zählt jetzt nicht. Was machen wir denn dann jetzt? Fängst du irgendwo jetzt neu platzieren. Ich würde sagen, ab der Hälfte oder so. So in dieser Höhe, ne, ist er zum Stehen gekommen. Dann würde ich ihn auch hier irgendwo so hinlegen, oder? Moment, ich muss erstmal irgendwie wieder raufkommen. So. Irgendwo so hier, pack mal hier irgendwo hier hin. So hier?
Na, jetzt habe ich ihn verloren. Wo ist er? Ja, so da. Ich hatte ihn eigentlich auf dem Aufzug und jetzt ist er weg. Den Ball kannst du, du musst den Ball eh per Hand neu setzen auf dem Block, auf den Aufzug. Ach nee, die ist ja angeschweißt. Eben. Ja, aber vielleicht ist das zu klein für den Aufzug. So. Nö, geht. Okay. So, jetzt aber. Ja. Es muss doch gehen. Wir waren bei drei, ne? Das ja, das war Nummer vier jetzt sein. Genau, ja, ja, jetzt kommt der vierte. Boah, nicht mit Wut schlagen. Du bist einfach viel zu gut. Wow. Nee, das ist alles Berechnung. Fall doch runter, du dummes Ding. Dankeschön. Oh, ich gehe lieber weg. Ich versuche mal von relativ oben drauf sozusagen zu schlagen, in der Hoffnung, dass das sozusagen einen langen, langsamen... Ein langsamer Tod. Ja. Ich glaube, dann rollt er gar nicht. Oder? Oh, er hat sich drüber... Ich fühle mich veräppelt. Also es funktioniert, ne? Ja. Na gut, dann schlage ich jetzt nochmal von ganz oben drauf. Müsste er theoretisch... das wäre jetzt Nummer 6, oder? Kommt jetzt. Hör mal, das war dann vierter dahin, so, zurück für der fünfte. Das genau, dann ist jetzt Nummer 6. Genau. Wunderbar. Der 6. Bin ich gerade getroffen? Hätte. Ja, du hast das Gitter abgebaut. Also, das war der Ben. Hast du selbst abgebaut? Das Nein, Gitter. Das war der Ben. Ja, dann habe ich für ihn abgebaut. Ach so, ja gut. Was machen wir denn jetzt? Zählt der? Nee, komm, nee, der zählt nicht. Stell ne? nochmal da vorne hin. Den machen wir nochmal. Komm hier, stell mal, hier ungefähr lag der. Oder nee, da glaube ich. Also beim echten Minigolf bin ich nicht so gut. Leg den nochmal da drauf hier, den Ball. Oder mach den neuen da drauf. Ich muss erstmal wieder hochkommen. 26 Minuten, das geht alles von unserer Zeit ab. So, was hatte ich? Ich hatte einen leichten. So, da muss man ja auch fair bleiben. Ich habe mir gerade mit dem mittleren gespielt. Echt? Hattest du wirklich einen leichten? Ich hatte einen leichten, ja. Okay, ist gut. Kann man ja nicht sehen, wenn du ihn lackierst. Hey! Ey, mit Dude! Das war jetzt der sechste, ne? Genau. Das müsste 6 gewesen sein. Ja, genau. 4, 5, 6, genau. Passt. Also ich bin durchgängig der schlechteste bisher. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Soll ich mal Zwischenbilanz ausrechnen? Ja, mach mal. Alles klar, gib mir einen Augenblick. Da hast du jetzt aber was getraut, mit in der Aufnahme zu sagen, ich mal die das mal eben im Kopf. Also, Velcro ist mit 10 dran, also insgesamt Schläge. Was, 10? 10 Schläge insgesamt für 3 Bahnen bisher. Der Tütendackel hat 8 bisher. Ja. Und ich bin bei stolzen 16. Oh, okay. 16? Ich habe bei 2 habe ich 8 gebraucht und jetzt 6. Okay. Und ihr habt bei der ersten Bahn jeweils mit einem eingelocht. Ich hatte... 2 gebraucht. 2, stimmt. Ich immer dachte, dass ich hier irgendwie der Schlechteste. Okay. Okay, cool. Ja, dann würde ich erstmal sagen. Wir machen nächste Folge weiter und wir präparieren jetzt erstmal die Bahn hier noch ein bisschen, ne? Genau. Oder? Das machen wir dann eben auch. Ja, dann machen wir eben eine Pause. Genau. Alles klar. Okay. Dann bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.